Hier ist endlich Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Durch die Schließungen von Schulen und Kindergärten verbringen Familien momentan viel Zeit miteinander. Im besten Fall lässt sich der Nachwuchs gut beschäftigen oder noch besser beschäftigt sich selbst. Mein Kollege Peter Romier und ich haben gedacht, wenn man momentan wirklich etwas braucht, dann ist das kindertaugliches TV-Programm. Und deswegen öffnen wir nun zum allerersten Mal eine ganz besondere Kiste. Habe die Ehre, ich bin der Neumarkt der Kasper. Hallo, liebe Kinder, seid ihr alle da? Okay, dann geht erstmal alle viel, viel weiter auseinander. Denn ihr wisst ja, liebe Kinder, zurzeit sind ganz widerliche Viren unterwegs. Deswegen müssen wir alle Abstand voneinander halten. Habt ihr das verstanden? Wenn mir also heute jemand zu nahe kommt, dann ruft ihr ganz laut Buh. Probiert's mal. Super. Ach, da kommt ja auch schon einer. Hallo, Seppel. Hallo, Kinder. Hallo, Kasper. Lass dich umarmen. Halt! 2 Meter Sicherheitsabstand. Oh, aber Kasper, unser Haus ist doch gerade mal 1,5 Meter lang. Wie sollen wir denn da 2 Meter Abstand halten? Fragt die Merkel. Hä? Oder warte, ich habe eine Idee. So, jetzt haben wir genug Platz. Aber Kasper, jetzt sind wir ja draußen. Ja, genau. Sollen wir denn gerade nicht so oft wie möglich zu Hause bleiben? Ach so, ja, da hast du recht. Dann halt einfach so gut wie möglich Abstand. In Ordnung. Sag, Seppel, wo kommst du denn eigentlich her? Vom Edeka. Aber Seppel, den Edeka gibt's hier seit 10 Jahren nicht mehr. Ich komm vom Hackner. Das ist doch schon wieder gelogen. Das Kaufhaus Hackner gibt's auch nicht mehr. Vom Baumarkt. Der ist zu. Friseur? Auch zu. Vom Hallenbad? Abgerissen. Logopäde? Nein! Ja, also ich komm vom Supermarkt. Seppel? Da, schau her. Aber Seppel, du hast ja nur Klopapier gekauft. Naja, ich brauch manchmal ein bisschen mehr. Seppel, 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 du warst doch nicht etwa Hamstern? Was soll das denn sein? Naja, wenn jemand aus Angst, er würde in schlechteren Zeiten nichts mehr bekommen, viel mehr einkauft, als er wirklich braucht. Dann nennt man das Hamstern. Ah, ich verstehe. Und für die anderen, zum Beispiel für diese lieben Kinder da, ist dann nichts mehr übrig. Oh. Und was hast du sonst noch gekauft? Nix. Wie nix? Hast du etwa gar nichts zum Essen gekauft? Nein. Weißt du, ich mampf eh nicht so viel. Was ich daheim hab, würde mir für 2 Wochen locker reichen. Aber Seppel, wenn du ohnehin nicht so viel isst, dann brauchst du erst recht nicht so viel Klopapier, weil du dann nämlich gar nicht so viel Scheiße. Ja, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Siehst du, da hast du total sinnlos gehamstert. Na gut, dann verschenke ich das Klopapier eben. Die Kinder dürfen es mit nach Hause nehmen. Gute Idee, aber jeder nur eine Rolle. Na gut, 2 Rollen. Okay. 12. So, jetzt aber ab mit euch nach Hause und auf dem Weg singen wir noch ein Lied. Ja, ich hab einmal ein Madel gehabt mit zu viel Klopapier. Das reichte fast für 4. Das war nicht nett von ihr. Ich hab einmal ein Madel gehabt mit zu viel Klopapier. Das setzt mich vor die Tür bei der Nacht. An dieser Stelle mal einen schönen Gruß an meine Tante Lou. Die hat scheinbar schon vor vielen Jahren geahnt, dass irgendwann mal Corona kommen wird und die Handpuppen aus meiner Kindheit vorbildlich für uns aufbewahrt. Danke an dieser Stelle und nun eine kleine Werbepause. Bis gleich. Glas ist mehr als eine einfache Scheibe.
Es sorgt für modernes Ambiente im Bad. Es sichert und verbindet Stockwerke. Es schützt stilvoll vor schlechtem Wetter. Mehr Ideen und kompetente Umsetzungen bietet Glasgötz in Neumarkt. Besuchen Sie unsere Ausstellung in der Alois-Senefelder Straße 35. Einmalig in der Region. Das Vorführzentrum für Großmaschinen bei Dorner Thalmessing. Testen Sie moderne Technik für Holz- und Metallbearbeitung von namhaften Herstellern wie Martin, Lorch, Käser und Holzkraft. Auf rund 800 Quadratmetern finden Sie Powergeräte für Profis. Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Besuchstermin im Dorner Vorführzentrum, Nürnberger Straße 16, Thalmessing. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstattservice, kompetent und super freundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Besuchen Sie die größte Miele-Ausstellung der Region im Miele-Center Ochsenkühn. Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Küchen- und Elektrogeräte für Haushalt und Gewerbe. Unser zertifizierter Kundendienst bringt nicht nur Ihren Kaffeeautomaten wieder zum Laufen. Seit über 40 Jahren in Neumarkt. Miele Center Ochsenkühn. Willkommen zurück. Ja, ist denn schon wieder Wahl, wird mancher denken? Ja, in manchen Gemeinden des Landkreises schreitet man an diesem Sonntag wieder zur Urne oder besser gesagt vorher zum Briefkasten. Denn die Stichwahlen in Berg, Hohenfels, Lauterhofen und Pilsach werden als reine Briefwahlen, also ohne Wahllokale, durchgeführt. Entscheiden müssen sich die Wähler dabei zwischen den zwei Kandidaten, die am 15. März die meisten Stimmen, aber eben noch keine absoluten Mehrheiten für sich holen konnten. In der Gemeinde Berg sind das Peter Bergler, LBG, und Johannes Hirl von der CSU. In Hohenfels fällt die Entscheidung zwischen Thomas Münchsmeier, CSU, und Christian Graf von der UPW. Im Mark Lauterhofen stehen sich Ludwig Lang, Freie Wähler, und Xaver Lang von der CSU gegenüber. Und in der Gemeinde Pilsach gehen Andreas Truber von der CSU und Michael Mayer von der BLP in die Stichwahl. Wir haben dagegen momentan nicht wirklich viel Wahl, was die Themen angeht. Und deswegen haben wir gedacht, wir blicken einfach mal zurück. 10 Jahre in die Vergangenheit, 15 Jahre in die Vergangenheit. Und dabei haben wir gesehen, damals war auch nicht alles gut. Neumarkt TV präsentiert: Da war doch was. Da war doch mal eine Zeit, in der die Neumarkter Innenstadt zur Lebensmittelwüste zu werden drohte. Bis 2010 gab es in der Marktstraße lange Zeit zwei Supermärkte. Norma am oberen Markt und Edeka am unteren Markt. Letztere sollte aber schließen. Das ist gar nicht gut, weil oben die ist ja schon weg. So ein altes Geschäft, das gibt es ja schon, solange ich weiß. Das ist richtig scheiße, weil wir in der Schule sind und dann ist Mittagspause halt jetzt im Arsch, wenn der Edeka zu ist. Und genau das war wohl auch das Problem. Bei Edeka am unteren Markt holte man sich eben was für die Brotzeit. Anscheinend reichte das aber nicht, um den Laden rentabel zu betreiben. Großeinkäufe erledigten dort nur die wenigsten, abgesehen vielleicht von Senioren. An die alten Leute denkt keiner, ehrlich war. Nur an die Autofahrer. Zwar gab es schon damals am unteren Markt genügend Möglichkeiten, Essen zu kaufen, aber eben keinen wirklichen Supermarkt. Die drohende Schließung zog Kreise. Neumarkter sammelten Unterschriften für den Erhalt der Filiale. Und ein bekannter deutscher Sänger dichtete sogar einen seiner Hits um. Jeden Tag geh ich zum Edeka, doch der ist nicht mehr lange da. Was soll das? Ab Januar steht der Laden leer. Die kriegen ja keine Macht mehr her. Wer holt was? Und tatsächlich blieb der untere Markt bis heute supermarktfrei. Man wollte Edeka sogar eine Filiale am Stadtrand ermöglichen, wenn der Laden in der Marktstraße bestehen bleiben würde. Doch der Lebensmittelkonzern ging nicht darauf ein. Erst 2015 entzerrte sich die Lage. Wenige hundert Meter vom alten Edeka-Standort entfernt eröffnete der neue Markt mit einem großen Supermarkt.
Was uns damals wunderte, wir hatten unser Neumarkt-TV-Studio quasi direkt neben dem Edeka. Und eigentlich hätte sich der Laden schon alleine durch uns rentieren müssen. So oft wie wir rübergelaufen sind, um Schokolade, Kaffee und andere Requisiten zum Fernsehmachen zu holen. Dass man momentan möglichst wenig unter Menschen gehen soll, hat natürlich teilweise auch Auswirkungen auf unseren Blumenstrauß der Woche. Und deswegen sagen wir an dieser Stelle ganz ehrlich, wir wiederholen einfach mal eine alte Folge mit Verena Greitaner. Denn es geht ja meistens um Menschen, die auch heute noch ein Dankeschön verdient haben, weil sie sich auch heute noch engagieren. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die drei Herren hier haben sich bei mir gemeldet und wollen heute jemanden überraschen. An wen geht denn der Blumenstrauß? Es geht an die Erika Schuster. Sie ist die Gründerin, Leiterin und Organisatorin vom Nachbarschaftshilfe Holzheim-Bölling. Ritter-Sow. Jawohl, ja, so, wunderbar. Damit das alles auch korrekt ist. Genau. Hallo. Wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Für was? Wieso? Weshalb? Das soll ein kleines Dankeschön sein. Für dich und deine Arbeit in der Nachbarschaftshilfe. Das ist aber nett. Ich bin ganz baff. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich zum Friseur gegangen. Erzählen Sie mal ganz kurz, Nachbarschaftshilfe, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Da ist die Nachbarschaftshilfe bereits gegangen. Die Frau Hutter hat das in die Wege geleitet. Und ich fand das gut. Und nachdem mein Mann gestorben ist und ich alleine war und Zeit hatte, und da dachte ich, jetzt gründest du in Holzheim auch so etwas. Was macht denn die Nachbarschaftshilfe alles? Fahrtdienste zu Ärzten, zu Massagen, ja, auch Kinderbetreuung oder Leute zum Krankenhaus holen. Kleine Sachen, die zwar von anderen auch abgedeckt werden, aber die was kosten. Und wir machen das wirklich ehrenamtlich, ohne einen Cent, also für die Arbeit, was wir lediglich verlangen, das sind 30 Cent pro Kilometer. Ich hoffe, wir konnten Ihnen eine kleine Freude mit dem Blumenstrauß machen und machen es genauso weiter, bitte. Vielen Dank, das ist eine Überraschung. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Hui, da sind die Temperaturen aber noch mal ordentlich in den Keller gerasselt, gerade zu Beginn der Woche. Angenehmere Momente brachte da nur die Sonne, die immer mal wieder durchspitzte. Wie die Aussichten für die kommenden Tage sind, das verraten wir Ihnen jetzt. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. So richtig können wir uns nicht auf eine Jahreszeit einstellen. Wöchentlich schwanken die Wetterbedingungen zwischen Frühling und Winter. Am Samstag haben wir noch frühlingshafte Höchsttemperaturen von 15 Grad und strahlenden Sonnenschein. Der Sonntag wird ungemütlicher. Bei Temperaturen zwischen 0 und 9 Grad ist es bedeckt und windig. Außerdem ist mit leichtem Schneefall zu rechnen. Nur noch leicht bewölkt ist es dann am Montag. Allerdings ist es bei Tiefstemperaturen um minus 3 Grad weiterhin windig. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war's für heute. Am nächsten Mittwoch begrüßt Sie Vanessa Forsbach wie gewohnt zum Marktplatz Neumarkt. Bis dahin wünschen wir Ihnen die zwei großen G: Gesundheit und Gelassenheit. Schönes Wochenende.